Ja, meine Damen und Herren, zunächst möchte ich mich bedanken bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern dieser Tagung, ganz besonders bei Frau Vida Jesenczyk für die Einladung zu diesem Eröffnungsvortrag der Tagung. Man sagt, dass sich in der Phraseologie mehr als in anderen Bereichen der Sprache Kultur manifestiere. Damit ist gemeint, dass kulturelle Traditionen in der Phraseologie konserviert sind und dass Phraseme damit wichtige Träger des kulturellen Gedächtnisses sind, insofern sie kulturelles Wissen tradieren. Ich spreche im Folgenden von Phrasemen, obwohl ich früher immer Phraseologismen gesagt habe, dies deshalb, weil wir in unserem neuesten Handbuch in der HSK-Reihe uns auf den Terminus Phrasem geeinigt haben im Sinne der internationalen Verständlichkeit. Nun, kulturelles Gedächtnis wird oft gleichgesetzt mit kollektivem Gedächtnis. Und sprachliches Wissen gilt als ein Teil dieses kollektiven Gedächtnisses. Es geht mir nicht darum, die heute oft inflationär gebrauchten Begriffe Gedächtnis, Erinnerung, Wissen gegeneinander abzugrenzen. Das wäre ein Thema für sich. Ich möchte damit nur den Rahmen andeuten, innerhalb dessen sich meine folgenden Überlegungen bewegen. Sprachliches Wissen ist ein Grundbegriff der kognitiven Linguistik und damit auch der kognitiv orientierten Phraseologieforschung, ohne dass allerdings meistens genau geklärt wird, was damit im Einzelnen gemeint sein soll. Ich möchte hier das Augenmerk auf einen Aspekt der Wissenskonzeption richten, den ich für besonders erklärungsbedürftig halte, und ich möchte dabei ausgehen von einer These von Elisabeth Pirainen aus einem Aufsatz von 2008. Sie meint, dass die kognitive Perspektive uns erlaube, auf eine klare Unterscheidung zwischen einer synchronen und einer diachronen Analyseebene zu unterscheiden und stattdessen die relevanten Knowledge Structures, Wissensstrukturen, ins Zentrum der Phraseologieforschung zu stellen. Also Strukturen des Wissens, die den Phrasemen zugrunde liegen. Konzeptuelle Strukturen wie Frames und Scripts, textuelles Wissen, symbolisches Wissen, das heißt einen weiten Bereich von kulturellem Wissen. Man kann dem da skizzierten Programm tendenziell zustimmen, doch wirft das Konzept eine ganze Reihe von Fragen auf, denen ich im Ansatz wenigstens nachgehen möchte. Zunächst muss man gerechterweise festhalten, dass die Unterscheidung von Synchronie und Diachronie nicht einmal bei den strengsten Strukturalisten ein Entweder-Oder gewesen ist, sondern immer nur eine Frage der Perspektive. Das gilt schon seit Ferdinand de Saussure. Ein und dasselbe sprachliche Phänomen lässt sich sowohl unter dem diachronen wie dem synchronen Aspekt analysieren. In Kategorien des Wissens ausgedrückt, für einen Sprecher der jeweiligen Gegenwart gibt es verfügbares, zugängliches Wissen auf der einen Seite und nicht oder nur beschränkt zugängliches Wissen auf der anderen Seite. Diese Unterscheidung ist für die Phraseologie besonders relevant, während sie in anderen Bereichen des Lexikons und der Sprache sonst weniger ins Gewicht fällt. Ein simples Beispiel vom Lederziehen. Das heißt heute so viel wie heftig schimpfen. Für den nicht linguistisch gebildeten deutschsprechenden Laien ist der Ausdruck zwar zugänglich, er gehört wohl zum selbstverständlichen Wissensinventar in dem Sinne, dass der Sprecher den Ausdruck als Mehrwortverbindung kennt und dass er damit nicht in erster Linie eine irgendwie geartete literale, wörtliche
Bedeutung verbindet, sondern die idiomatische Bedeutung, sowas wie heftig schimpfen. Nicht zugänglich ist ihm jedoch in der Regel die ursprüngliche Motivation, die Etymologie im fachlichen Sinne, die sich auf den Kampf bezieht. So kann man noch am Ende des 18. Jahrhunderts bei Adelung in seinem Wörterbuch lesen: In der Redensart vom Lederziehen, das ist den Degen ziehen, scheint es die lederne Scheide oder auch das lederne Degengehenk zu bezeichnen. Das weiß heute niemand mehr, es sei denn, er oder sie sei linguistisch gebildet. Die etymologische, in Anführungszeichen richtige Bedeutung, etymologische Bedeutung, kann dem Laien durch den fachlich gebildeten Linguisten natürlich zugänglich gemacht werden. Und zwar als strikt diachrones Wissen, das für den heutigen alltäglichen Sprachgebrauch keine Relevanz mehr hat. Nun, mit dieser einfachen Gegenüberstellung ist es in verschiedener Hinsicht nicht getan. Wenn man annimmt, dass die Kenntnis eines Idioms hinsichtlich Form und Bedeutung zum allgemeinen Wissen, beispielsweise der Gegenwart, gehört, so vollzieht man eine Abstraktion, die der Sprachrealität wahrscheinlich nicht gerecht wird. Wir wissen aus empirischen Studien, dass das phraseologische Wissen einer bestimmten Gegenwart diachron geschichtet ist, also einer bestimmten synchronen Gegenwart diachron geschichtet ist. Ein Beispiel: Nach Filatkina 2002 und 2005 bietet der Weinbau die Motivationsgrundlage, den metaphorischen Ausgangsbereich, für viele luxemburgischen Idiome. Zum Beispiel: Si hu ke pat, a keng hat mei, Sie haben kein Glas Wein und keine Hotte mehr, Sie sind verarmt. Hotte, Rücken, Tragkorb. Diese Ausdrücke sind gemäß Filatkinas empirischer Befragung nur noch der ältesten Generation voll geläufig. Die Jungen kennen sie nicht mehr. Was ist das also für eine Art von Wissen? Für die meisten heutigen Sprecher ist es nicht mehr präsent. Es ist anzunehmen, dass der Prozess des Vergessens die Weinbauterminologie erfasste und damit auch die Motivationsbasis der entsprechenden Idiome, und dass im Zuge der Demotivierung, wie das oft in der Geschichte der Phraseologie zu beobachten ist, die Idiome als Mehrwortausdrücke selbst in Vergessenheit geraten. Allenfalls können didaktische Bemühungen das verlorene Wissen wieder reaktualisieren. Wie ein solcher Prozess in Gang kommen könnte, zeigt Idström in einem Artikel von 2010 für das zu den gefährdeten Sprachen gehörende Inari-Sami, das im nördlichen Finnland gesprochen wird. Im Laufe des 20. Jahrhunderts fand ein dramatischer kultureller Wandel statt, und um 1950 gingen die meisten Familien auch sprachlich zum Finnischen über. Seit 1990 gibt es anscheinend erfolgreiche Versuche der Revitalisierung des Inari-Sami. Doch nur noch 250 ältere Personen haben diese Sprache als Erstsprache. In deren Phraseologie haben sich metaphorische Konzepte erhalten, deren kulturelle Korrelate mit Sicherheit nicht mehr lebendig, für die ältesten Sprecher wohl aber erinnerbar sind. So reflektieren die Zeitmetaphern und Metonymien den intensiven Umgang mit Naturphänomenen, als noch das tägliche Leben dem Rhythmus der Natur folgte, wie Frau Idström schreibt, consisting of reindeer, fishing, hunting and weather. Hier ist natürlich zu fragen, inwieweit die Revitalisierung der Sprache nicht nur den lexikalisch-phraseologischen Bestand, sondern auch die Erinnerung an den motivierenden kulturellen Kontext der alten Idiome
erfasst. Darüber stehen wohl Forschungen noch aus. Für das Deutsche gibt es empirische Indizien dafür, dass die sozusagen klassischen oder traditionellen Idiome, wie man sie tagtäglich etwa in der Presse antrifft, den Jugendlichen nur noch partiell bekannt sind und dass die Jugendlichen sie allenfalls im Laufe ihres Lebens dann hinzulernen und dass die Jugendlichen umgekehrt über idiomatisches Wissen verfügen, das den älteren Generationen nicht primär zugänglich ist, aber zugänglich gemacht werden kann. Das Stichwort Jugendsprache muss hier genügen. Bei dieser Altersschichtung handelt es sich wiederum nur um Abstraktionen, die der Buntheit und Flexibilität der Sprachrealität nicht gerecht werden. Ein Austausch von Wissen innerhalb der Generationen ist jederzeit möglich und hängt von den sozialen Umständen ab. In der Gedächtnisforschung spricht man hier seit Jan Assmann vom kommunikativen Gedächtnis. Das kommunikative Gedächtnis ist nach Welzer so etwas wie das Kurzzeitgedächtnis der Gesellschaft. Es umfasst etwa 80 Jahre, circa 3 bis 4 Generationen also. Innerhalb dieser Zeitspanne können Wissenstransfers zwischen den Generationen stattfinden. Nicht nur in dem Sinne, dass sich die Jüngsten durch Vermittlung Älterer an ganz Altes erinnern, sondern auch durch Transfers in umgekehrter Richtung, also hin und her ein Austausch. Geläufig sind Beispiele autobiografischer Art für ein kommunikatives Gedächtnis, das die Jüngeren mit dem Sprachgebrauch der Älteren verbindet. Ein Text, der dies exemplarisch vorführt, und ich habe keinen entsprechend guten Text im Deutschen gefunden, ist Natalia Ginzburgs Lessico Familiare, Familienlexikon. Da kann man zum Beispiel lesen: Doch ein Wort genügte zwischen uns Geschwistern. Ein Wort oder ein Satz genügt. Einer jener Sätze, die uns, als wir Kinder waren, unendliche Male wiederholt wurden. Es genügt uns zu sagen, wir sind nicht nach Bergamo gekommen, um einen Ausflug zu machen, um mit einem Schlag unsere alten Beziehungen, unsere Kindheit und unsere Jugend wiederzufinden, die untrennbar mit diesen Sätzen, mit diesen Worten verbunden sind. Diese Sätze sind die Grundlage unserer familiären Einheit. Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna. Das war ursprünglich der Ausspruch eines berühmten Dirigenten, der sich auf einer Tour in Bergamo befand und nicht sehr motivierte Sänger zur Verfügung hatte, die eigentlich lieber eben fare campagna machen wollten, anstatt zu singen, und der dann seine Sänger ermahnt hat, dass sie eigentlich nicht zum Spaß da seien in Bergamo. Dieses Zitat, das nun in der Familie Ginzburg zum geläufigen Wort wurde, zeigt eine wichtige Funktion solcher Formen des Gedächtnisses, nämlich die Bildung von Solidarität innerhalb der Familie durch ein sogenanntes Familiengedächtnis. Ohne die zugehörige Geschichte, die ebenfalls Teil des kommunikativen Gedächtnisses ist, wären manche Ausdrücke gar nicht verständlich für die Außenwelt, beziehungsweise sie sind für denjenigen, der nicht an der gemeinsamen Erinnerung teilhat, nicht ohne weiteres verständlich. Aber noch ein Beispiel, wo man das ganz gut sehen kann. Der Buchhändler hatte, als er nach dem Krieg nach Freiburg zurückkam, ausgerufen: Ich erkenne mein Deutschland nicht mehr. Dieser Satz war in unserem Hause berühmt geblieben und meine Mutter deklamierte ihn immer, wenn es ihr passierte, dass sie etwas oder jemanden nicht wiedererkannte. So sah meine Mutter Mailand nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder. Sie fand die Stadt verändert und hässlich und sie sagte: Ich erkenne mein Deutschland nicht wieder. Das ist zunächst eine für den nicht familiären Sprachgebrauch unverständliche Ausweitung des Objektes des Wiedererkennens. Also
statt Deutschland irgendetwas, was der Mutter passiert ist oder wenn sie jemanden nicht erkennt. Ganz besonders deutlich und drastisch wird die Veränderung des Objektbereichs dann, wenn das Objekt zwar eine Ortsbezeichnung bleibt, aber scheinbar unmotiviert eine ganz andere als eben Deutschland. Und hier ist es Mailand statt Deutschland. Das versteht niemand, der nicht den familiären Kontext dahinter sieht. Im deutschsprachigen Bereich könnte man Walter Kempowski als ein Beispiel für ähnlichen Umgang mit einem familiären Gedächtnis betrachten, vor allem seine frühen Romane. Ein synchroner Schnitt durch eine bestimmte Gegenwart liefert also nicht ein homogenes Bild eines kollektiven Gedächtnisses, sondern eine sozial, räumlich und zeitlich differenzierte, komplexe Situation. Dabei zeigt das kommunikative Gedächtnis häufig kleinräumige, sozial sehr begrenzte Erinnerungsspuren. Die folgenden Fragen in Bezug auf das sogenannte kollektive Wissen muss man also meines Erachtens stellen. Wer weiß etwas über das Phrasem? Wer weiß etwas über welchen Aspekt des betreffenden Phrasems? Woher weiß jemand das, was er weiß? Was ist für jemanden interessant am Phrasem? Und will jemand das, was er nicht weiß über das Phrasem, in Erfahrung bringen und warum? Ich kann natürlich nicht alle diese Fragen hier in dieser kurzen Zeit beantworten oder auch nur einigermaßen angehen. Die erste Frage habe ich einigermaßen in ihren Aspekten entfalten können. Sie muss jedenfalls sehr vorsichtig beantwortet werden. Wer weiß etwas über das Phrasem? Das kann man nicht mit einem Satz beantworten. Bei der zweiten Frage, über die ich etwas ausführlicher noch sprechen möchte, muss man zunächst überlegen, zu welchen Aspekten des Phrasems man denn überhaupt etwas wissen kann. Das Wissen bezieht sich zunächst auf die formale und die semantische bzw. pragmatische Seite des Phrasems, den Wortlaut und die Bedeutung sowie die Bedingungen der passenden Anwendung. Hinzu kommt möglicherweise auch ein Wissen über die Motivation. Das heißt, das jederzeit verfügbare und aktivierbare Wissen um semantische Mechanismen, wie zum Beispiel metaphorische oder metonymische Übertragungen, beispielsweise Öl ins Feuer gießen. Sprecher des Deutschen können sich jederzeit den faktisch literalen Vorgang Öl ins Feuer gießen vor Augen führen und sie können anhand oder unter der Leitung dieses Idioms diesen Vorgang auf viele andere ähnlich strukturierte Vorgänge übertragen. Solcher Art Wissen steht jenseits des einzelnen Idioms zur Verfügung, also das metaphorische und metonymische Wissen, und wird auch nicht nur in der Phrasiologie manifest. Eine Besonderheit der Phrasiologie gegenüber dem Lexikon ist nun aber die Tatsache, dass die Sprecher sich nicht mit der bloßen Form und Semantik bzw. Pragmatik des Phrasems begnügen, sondern dass sie die Tendenz haben, eine Motivation für den Zusammenhang zwischen literaler, wörtlicher und phrasiologischer Lesart zu suchen bzw. herzustellen. Das zeigt sich zunächst an den bekannten Fällen von sogenannt volksetymologischer Reinterpretation eines undurchsichtig gewordenen Phrasems. Ich nehme ein bekanntes Beispiel, das viel diskutiert wurde, mit Kind und Kegel. Duden 11 sagt, das heiße heute mit der ganzen Familie. Etymologisch gesehen hieß Kegel so viel wie uneheliches Kind, also der ganze Ausdruck hieß einmal mit ehelichen und unehelichen Kindern und allen anderen Verwandten, die doch dazugehören. Heute denke ich, dass der Ausdruck noch viel weiter angewendet wird, nicht nur mit der ganzen Familie, sondern auch mit allem Drum und Dran, Familie und Sack und Pack sozusagen.
Wichtig für den Sprecher ist hier nicht die ursprüngliche, die linguistisch richtige Motivation, also Kegel als uneheliches Kind, sondern die Möglichkeit, Komponenten des Phrasems an lebendiges lexikalisches Material anzuknüpfen, auch wenn Kegel in der heutigen Bedeutung keinen besonders einleuchtenden Sinn ergibt im Zusammenhang dieses Phrasems. Diese Art von Wissen ist sicherlich nicht im Vordergrund, sondern eher latent und durchaus individuell. Manifest wird sie etwa in der Verbindung eines Phrasems mit bestimmten Kontexten, wie zum Beispiel Annette Saban kürzlich demonstriert hat. Dieses Wissen zeigt sich auch in psycholinguistischen Befragungen, wie sie zum Beispiel Annelies Hecki-Buhofer fürs Deutsche oder Gibbs fürs amerikanische Englisch durchgeführt haben. Noch weniger im Vordergrund und den meisten Sprechern überhaupt nicht zugänglich ist, wie ich schon gesagt habe, das Wissen um die ursprünglich richtige Motivation. Hier haben Piirainen und Dobrowolski eine neuartige These vertreten, nämlich, dass es durchaus Spuren dieses etymologisch richtigen Gedächtnisses auch im heutigen Sprachgebrauch noch gebe. Und sie haben vor allem Beispiele mit geschlechtsspezifischen Idiomen gegeben, also solchen Idiomen, die in älteren Phasen der Sprachgeschichte eindeutig geschlechtsspezifische Konnotationen hatten, deren konnotative Komponente aber heute nicht mehr als Komponente des entsprechenden Lexikon-Eintrags aufgefasst wird. Sie haben gezeigt, dass bei einer Korpusabfrage etwa für das Vorkommen von die Hosen anhaben der Bezug auf Männer stark dominiert. Hosen waren früher das Symbol für die Macht und Dominanz des Mannes, was sich zum Beispiel in der frühen Neuzeit in Literatur und Malerei, besonders auch in Sprichwortbildern niedergeschlagen hat, wie etwa in The Battle for the Trousers, wo Frauen versuchen, die Hosen der Männer zu stehlen. Obwohl sich seither die kulturellen Konnotationen von Hosen beträchtlich geändert haben, zeigt sich bei Korpusabfragen immer noch der etymologische Hintergrund. Doch ist dabei zu bedenken, dass die Korpusbelege nur die Faktizität des Gebrauchs zeigen, aber eigentlich nicht die Art von Wissen, die diesen Gebrauch steuert. Es ist also sicher etwas ganz Latentes. So wäre es meines Erachtens auch durchaus denkbar, dass einige der Korpusresultate von Piirainen und Dobrowolski ganz anders zu interpretieren sind als im Sinne eines Nachwirkens ursprünglicher, historisch nachweisbarer Etymologie. Zum Beispiel den Schwanz einziehen, den Sie auch untersucht haben. Diesen Ausdruck könnte man durchaus von den Sprechern her als synchron motiviert, geschlechtsspezifisch verstehen. Es kommt auch vor, dass Sprecher die Motivation eines Idioms nicht mehr verstehen und sich explizit eine neue Motivation suchen. Ein berühmtes Beispiel für diesen Vorgang ist der Anfang von Charles Dickens' A Christmas Carol. Da heißt es: Der Marley war tot, damit wollen wir anfangen. Der alte Marley war so tot wie ein Türnagel, as dead as a doornail. Versteht mich recht, ich will nicht etwa sagen, dass ein Türnagel etwas besonders Totes für mich hätte. I don't mean to say that I know of my own knowledge, mein eigenes Wissen, what there is particularly dead about a doornail. Ich selbst möchte fast zu der Meinung neigen, dass das toteste Stück Eisen auf der Welt ein Sargnagel, Coffin Nail, sei. Aber die Weisheit unserer Altvordern liegt in den Gleichnissen und meine unheiligen Hände sollen sie dort nicht stören, sonst wäre es um das Vaterland geschehen. Man wird mir also erlauben, mit besonderem Nachdruck zu wiederholen, dass Marley so tot wie ein Türnagel war. Der Erzähler verwendet den idiomatischen Vergleich as dead as a doornail,
Er kennt den Ausdruck und er weiß, was er bedeutet. Aber er bezweifelt seine Motivation. Bei phraseologischen Vergleichen kann das heißen, dass jemand die Berechtigung des Sekundum Comparationis, nämlich hier Türnagel, in Bezug auf das Tertium Comparationis, in diesem Fall Tod, in Frage stellt. Für den Erzähler wäre es näherliegend, den Vergleich mit Sargnagel zu bilden. Er fühlt sich aber an die überlieferte phraseologische Formulierung gebunden, weil, wie er augenzwinkernd bemerkt, the wisdom of our ancestor darin liege. Die richtige Etymologie dieses Ausdrucks ist übrigens umstritten bei den Anglisten. Am wahrscheinlichsten ist eine technisch-handwerkliche Herleitung mit fachsprachlichem Hintergrund. Bis jetzt habe ich mich im Wesentlichen auf Idiome und auf die familienspezifischen festen Phrasen, zum Beispiel bei Ginzburg, bezogen. Nun hängt aber die Frage, zu welchem Aspekt des Phrasems man überhaupt etwas wissen kann, stark vom jeweiligen phraseologischen Typ ab. In der Literatur zur Phraseologie sind es im Wesentlichen zwei Typen von Phrasemen, die hinsichtlich ihres Kulturbezugs Beachtung gefunden haben, die Idiome und die Routineformeln. Einen besonders interessanten Status haben aber auch geflügelte Worte, insofern sie in bestimmten Perioden hochgradige Marker für schichtspezifisches Sprechen sind, zum Beispiel im 19. Jahrhundert für den Konversationsstil des Bürgertums und des Adels. Demgegenüber scheinen Kollokationen in dieser Hinsicht weniger attraktiv zu sein, da ihr kulturelles Potenzial weniger offensichtlich ist. Routineformeln haben oft wie die Idiome eine zweistufige semantische Struktur, insofern die wörtliche Ebene bis zu einem gewissen Grade desemantisiert ist. Doch ist bei den Routineformeln weniger die Semantik und die Art der Motivation, auf die sich das Wissen der Sprecher bezieht und die für die Sprecher wissenswert ist, vielmehr ist es das Wissen um den Gebrauch der Formeln. Während Idiome als referenzielle Phraseme der Kategorisierung der Welt dienen und in dieser Hinsicht kulturelle Prägung aufweisen können, sind Routineformeln von vornherein Elemente von kulturellen Praktiken. Sie sind in geschriebenen und gesprochenen Texten unverhältnismäßig häufiger als Idiome und sollten schon deshalb intensiver unter kulturwissenschaftlichen Aspekten behandelt werden. Ich will und kann in diesem Zusammenhang darauf nicht näher eintreten. Nur noch etwas zu den letzten Fragen, die ich gestellt habe, die ich nur kurz angehen möchte. Woher weiß jemand das, was er weiß? Das Wissen über Semantik und Pragmatik der Phraseme, eventuell auch über deren Motivation, schreiben wir stillschweigend irgendeiner Phase des Spracherwerbs zu und nehmen dabei unvorsichtigerweise an, dass es sich um allgemein geteiltes Wissen und allgemein geteiltes Lernen handle. Gelegentlich können wir aber auf Spuren des Erwerbsprozesses auf die Quelle des Wissens zurückgreifen und sehen dabei, dass gerade Motivationen in hohem Grade idiosynkratisches Wissen und individuelle Erinnerung reflektieren, situativ oder biografisch gebunden sind, dabei natürlich in soziale Kontexte eingebunden. Autobiografische Texte wie der von Ginzburg dokumentieren immer wieder solche Idiosynkrasien, die in der Kindheit gebildet werden und im späteren Leben oft wieder besseres Wissen noch nachwirken. So zum Beispiel bei Karl Philipp Moritz im Anton Reiser vom Ende des 18. Jahrhunderts. Seine Mutter hatte einen sonderbaren Ausdruck, dass einem, der vor einem Gespenste fliehen will, die Fersen lang werden. Dies fühlte er im eigentlichen Verstande, so oft er im Dunkeln etwas Gespensterähnliches zu sehen glaubte. Auch pflegte sie von einem Sterbenden zu sagen, dass ihm der Tod schon auf der Zunge sitze.
Dies nahm Anton ebenfalls im eigentlichen Verstande, und als der Mann seiner Base starb, stand er neben dem Bette und sah ihm sehr scharf in den Mund, um den Tod auf der Zunge desselben etwa wie eine kleine schwarze Gestalt zu entdecken. Der Erzähler kennt die Idiome, er weiß ihre Quelle, nämlich die Mutter, von der er die Ausdrücke lernt, und er schafft sich seine eigene Motivation, indem er, wie bei Kinegrammen, die Idiome sowohl im literalen wie im idiomatischen Sinne versteht. Das ist in diesen Fällen leicht möglich, weil die Komponenten der Idiome synchron verständlich sind, beziehungsweise damals waren, also eine literale Lesart leicht gebildet werden kann. Und nun noch kurz zu der Frage 4 und 5. Warum interessiert sich jemand für ein Phrasem? Und warum will jemand etwas über das Phrasem wissen, was er nicht weiß? Dass sich jemand für einen der genannten Aspekte des Phrasems interessiert, kann ein Stimulans für die Frage nach der Motivation sein. Das ist aber keinesfalls immer der Fall. Heute haben wir mit dem Internet eine große neue Quelle für solche Beobachtungen. Ich bin kein Spezialist des Internets, aber ich schaue ganz gerne mal dort nach. Und da findet man zahlreiche Internetseiten, die Erklärungen von Redensarten anbieten. Und oft gibt es dazu auch Gästebücher, Foren und dergleichen, in denen die User Hinweise darauf geben, warum sie sich überhaupt für eine Redensart interessieren und warum sie etwas darüber wissen wollen. Ich habe das nicht systematisch untersucht, das wäre etwas für die Jüngeren unter Ihnen, aber doch ein paar aufschlussreiche Beispiele aus dem Gästebuch der Seite Redensarten.net zusammengestellt. Sie zeigen insgesamt, dass Phraseme ein spezifisches Interesse bei den Sprachbenutzern wecken, was bei Wörtern nicht im gleichen Maß oder nicht gleich häufig der Fall ist. Redensarten bieten zum Beispiel einen Gesprächsanlass, einen Anlass zum Diskutieren, besonders wenn sie nicht transparent sind. Das sind jetzt Zitate aus diesem Gästebuch. Also ich muss sagen, dass das eine geniale Seite ist. Haben gestern erst über eine Redensart diskutiert, wo die wohl herkommt, und heute stolper ich, ohne danach zu suchen, auf diese Seite. Oder ich habe gerade mit einem Freund darüber gerätselt, woher einen Witz reißen kommt. Wir sind allerdings zu keiner sinnvollen Erklärung gekommen. Über Witz und Reißen würde niemand diskutieren, aber über einen Witz reißen. Die Herkunft der Redensart zu kennen, gilt manchen Usern als bildungswert, als etwas, das zu lernen es sich lohnt. Da heißt es, ja, hier kann man auf sehr spannende Weise seine Zeit aus dem Auge verlieren und nebenbei unterhaltsam seine kleineren Bildungslücken schließen. Oder tolle Informationen und sehr lehrreich, ist schon lustig, wo die ein oder andere Redensart eigentlich seinen Ursprung hat. Es steht so da, seinen Ursprung. Besonderheiten der literalen Ebene des Phrasems können das Interesse wecken. Und dies dürfte eines der wichtigsten Argumente für das Interesse an der Redensart sein. Man weiß zum Beispiel, dass auffällig häufig bestimmte Tiere als lexikalisches Material in verschiedensten Redensarten vorkommen. Und da man sich für ein bestimmtes Tier im faktisch literalen Sinne interessiert, interessiert man sich auch für die einschlägigen Redensarten. Als Katzenliebhaberin würde ich mich freuen, wenn Sie auf Ihrer Seite einige Redensarten erklären würden, die von Katzen handeln. Aus dem Quiz, das der Internetseite beigegeben ist, geht hervor, dass die Bildebene der Redensart als solche für interessant gehalten wird, was nicht heißt, dass auch ein semantischer Zusammenhang mit der phraseologischen Bedeutung hergestellt wird. Ein Beispiel. Das ist das Quiz. Dann kommt die Frage, welcher Spruch passt zu diesem Bild? Die richtige Antwort, die wissen Sie alle, jemand hat nicht alle Tassen im Schrank. Und dann das hier. Das ist schon schwieriger.
Das ist ein Beispiel, bei dem sich die Bildebene noch viel weiter verselbstständigt als in dem vorhergehenden Beispiel. Wie heißt der Spruch? Kuh vom Eis. Im Duden 11 findet man, die Kuh vom Eis bringen oder kriegen und so weiter, ein schwieriges Problem lösen. Da sieht man, dass das mit diesem Problem auf dem Bild eigentlich sozusagen überhaupt nichts Wirkliches zu tun hat. Die Verbildlichung bei solchen Quiz zeigt einen typischen Mechanismus, wie man ihn in der Werbung häufig antrifft. Eine Komponente des Phrasems wird gar nicht in der Bedeutung verbildlicht, die für die Motivation in Frage kommt, sondern in einer anderen, einer homonymen. Eis wird hier als Speiseeis gedeutet, nicht als gefrorenes Wasser zum Beispiel eines Sees, so wie man es für die Motivation des Idioms in Anspruch nehmen könnte. Ich habe Beispiele aus der Werbung da gesammelt, das geht ganz ähnlich vor sich. Ja, das sind Beispiele dafür aus der heutigen Zeit, warum man sich für ein bestimmtes Phrasem interessiert. Ich hätte noch eine ganze Menge historischer Beispiele, die ich natürlich hier nicht vortragen kann. Ich möchte nur ein Beispiel aus dem 18. Jahrhundert noch erwähnen. Aus dem 17. Jahrhundert. Der Barockautor Georg Philipp Harsdörfer nimmt die Sache von der heiteren Seite. Sein Interesse ist das Unterhalten des Publikums, und das sind vor allem die Frauen, das Unterhalten des Publikums mit Redensarten. Er nutzt in seinen, wie er es nennt, Frauenzimmer-Gesprächsspielen Idiome und Sprichwörter zu vielfältigen, unterhaltsamen Zwecken. So schlägt er die Erfindung von Phrasemgeschichten als Gesellschaftsspiel vor, bei dem durch die Narration eine Art von Motivation gefunden werden soll. Interessant ist dabei aber, es geht nicht um irgendeine etymologische Richtigkeit, um die wahre Motivation, sondern um eine auf irgendeine Weise vergnügliche Fiktion. Jetzt kommt es gleich. Die Gesprächsspiele von den Sprichwörtern können auf mancherlei Weise vorgetragen werden. Wann jenes, also das Gesprächsspiel, ein Sprichwort nach Belieben erwählet, von welchem es erstlich den Ursprung selbst, er sei erdicht oder in der Wahrheit gegründet. Es spielt also keine Rolle, ob der Ursprung erdichtet oder in der Wahrheit gegründet ist, beibringet. Nachmals desselben Gebrauch, also dann soll demonstriert werden, wie man das Sprichwort braucht, und dann eine kurze Geschichte, darin solches artig angebracht werden oder sich zu solcher Lehre schicket, erzählet, als zum Beispiel, nehme ich das Sprichwort gut Wein, gut Pferd. Da erklärt er nun die Geschichte, den Ursprung, den erfundenen Ursprung natürlich. Wenn ich sage, gut Wein, gut Pferd, dass solches von einem alten deutschen Reiter aufgebracht worden, weil er in Gewohnheit gehabt, seinem Pferd jedes Mal, bevor er selbst bestiegen, ein Stück in Wein eingetauchtes Brot zu geben, mit Vermelden, dass, wenn der Wein stark und gut, er desselbigen Wirkung auch bei den unvernünftigen Pferde leichtlich spüren könne. Daher in Gewohnheit kommen, dass wenn einer berauscht und sein Pferd zu ungewöhnlichem Springen vermüßiget, man zu sagen pfleget, gut Wein, gut Pferd. Und daran schließt sich dann eine längere Narration an, wo er Geschichten erfindet über Pferde, die Wein getrunken haben, über Reiter, die Wein getrunken haben, über Frauen, die Pferde antreffen mit Reitern, die Wein getrunken haben und so weiter und so fort. Das ist ein ganzes Frauenzimmer-Gesprächsspiel für das Damenprogramm vielleicht. Ja, man sieht also, dass das Interesse an den Phrasemen und der Wunsch nach dem Wissen über Phraseme, über bestimmte Aspekte der Phraseme vielgestaltig ist und dass es historischem Wandel unterliegt und vor allem auch, dass es sehr individuell gestaltet sein kann und keineswegs immer nur auf den Bahnen der Richtigkeit funktioniert. Vielen Dank.
Haben Sie Fragen? Es hat noch, glaube ich, etwa 7 Minuten für Fragen. Ja. Ja, bitte bleiben Sie hier. Eben wie schon Herr Professor Burger, dem ich für seinen Vortrag danke, dass er nun die Katze aus dem Sack gelassen hat für uns. Wir haben 2 Kolleginnen, die Ihnen Mikrofone bringen können, wenn Sie Fragen oder Kommentare hinsichtlich unseres ersten Plenarvortrags haben. Und dafür haben wir, wie Sie schon richtig gesagt haben, ungefähr für 2 oder 3 Fragen Zeit. Bitte mit Handzeichen anzeigen, die Mikrofone sind da drüben. Es sind sogar 2 da, also bitte ermutigen Sie sich gemeinsam. Hier ist jemand. Eine ganz kurze Frage. Ja. Wenn Sie sich bitte immer vor der Frage kurz vorstellen. Da wir nicht wissen, wer was weiß und wer was nicht weiß, sollen wir da am liebsten die Semantik beschreiben. Ich glaube schon ausgehend vom Korpus. Da haben wir zumindest eine objektive Grundlage. Andersrum muss ich alle Leute umfragen, um festzustellen, wissen sie es wirklich oder wissen sie es nicht. Ja, das ist eine alte Frage, über die wir uns auch schon oft unterhalten haben. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Korpusumfragen. Ich wollte gegen eure Beispiele da auch eigentlich nichts sagen, was die Korpusbelege betrifft. Nur die Interpretation dieser Korpusbelege, das scheint mir ein Problem zu sein. Was kann man daraus schließen? Man kann daraus das Faktische des Sprachgebrauchs schließen. Es gibt 80% Leute, die mit Hosen anhaben, eine sexuelle Konnotation verbinden oder eine geschlechtsspezifische Konnotation. Und die anderen 20 tun das nicht. Aber warum tun das die 80 und die anderen 20 nicht? Die 80 tun es vielleicht, weil sie diese Ausdrücke immer in einem solchen Kontext verwendet haben, weil sie das so gelernt haben, weil sie es gar nicht anders kennen. Und die 20, die es nicht tun, haben vielleicht ganz andere Lernbedingungen gehabt, in denen das nicht vorkam. Also was ich eigentlich nur sagen wollte, war, dass man aus den Korpusbelegen selber nicht so sehr viel schließen kann über das, was die Leute, die diese Ausdrücke verwenden, tatsächlich wissen. Also dieses Common Knowledge, das wollte ich damit etwas angreifen.